what it's like. How it feels behind the wheel. On the most exclusive asphalt in the world. ...1,000 horsepower at your command. Speed like you've never known. Wir sind wieder zurück beim Handball angelangt. Ländle-Derby ist wieder angesagt, dieses Mal nicht Hart gegen Bregenz, sondern Dornbirn gegen Feldkirch. Die Handballdamen sind heute bei mir zu Gast beim Sportclub der größten Sportbühne in Vorarlberg. Und ich darf anfangen bzw. beginnen mit dem Handballclub aus Dornbirn. SSV Dornbirn ist heute bei mir, Spielerin und Obmann, Familie sogar, Andrea Marksteiner. Und Vater Günther Marksteiner. Danke fürs Kommen. Danke auch, ja. Also ich freue mich heute da zu sein. Ja, wir vom SSV Dornbirn schon, ja, sind froh, dass wir heute da sein können und ein kleines was erzählen können, ja, von unserem Verein. Saisonstart, als ob man, darf ich dich gleich fragen, verlief nicht so ganz nach Plan. Was war da los? Ja, es ist noch momentan, hackt noch ein bisschen. Also wir haben das Problem natürlich immer zu Saisonbeginn, dass wir die Thematik mit den Hallenzeiten haben. Wir haben keine Hallenzeiten zum Trainieren. Wir müssen auf andere Hallen ausweichen. Das ist natürlich nicht optimal in der Vorbereitung immer. Aber das haben wir Jahr für Jahr das Thema. Wir haben eine neu formierte Mannschaft. Es sind einige neue Spielerinnen dazugekommen. Und das braucht einfach eine Zeit, bis man dort reinkommt. Wir nehmen uns auch die Zeit oder geben der Mannschaft auch die Zeit, weil es einfach wichtig ist, längerfristig die ganze Sache zum Planen. Und das tun wir auch. Und da haben wir gesagt, wir haben jetzt einfach Zeit. Die ersten vier Spiele haben wir gegen die Top 4 der Vorsaison. Also, ja, hartes Programm am Anfang. Und darum, wie gesagt, haben wir Zeit. Es braucht Zeit, bis sie sich zusammenspielen. Und ja, erstes Spiel verloren, ist nicht optimal gelaufen, aber ja, nichts passiert. Wenn man so ein Hallenthema als Problem da hat, wenn man sich immer wieder neu organisieren muss, wie schaut es mit deiner Lösung aus oder wie geht man überhaupt damit um? Ja, es ist grundsätzlich so, dass man halt immer die Problematik hat. Es gibt in Dornbirn leider nur eine Halle, wo man mit Harz spielen kann. Das heißt, wir haben zwei Vereine in Dornbirn. Das ist der TS Dornbirn und wir vom SSV Dornbirn. Und das sind natürlich beides Vereine, die Trainingsmöglichkeiten brauchen. Wir müssen uns das aufteilen. Wir haben auch eine Halle mit Harz, die aber auch wieder öfters im Jahr halt besetzt ist. Natürlich durch die Messe, weil sie ja eine Messehalle ist. Also da wird es jetzt in Zukunft schon Lösungen brauchen. Wir sind immer wieder in Gesprächen mit der Stadt und mit der Messe. Aber da ist es einfach mal wichtig, für die Zukunft auch konkrete Lösungen zu finden. Weil es halt einfach immer schwierig ist. Wir spielen in der ersten Liga in Österreich, wir sind im Spitzensport unterwegs und tun uns halt einfach schwer, wenn wir immer jemand vor der Saison oder in der Vorbereitung einfach die Möglichkeit nicht haben, um eine richtige, anständige Vorbereitung zu machen. Und das ist halt einfach sehr, sehr schwierig, Jahr für Jahr wieder. Adriana, du warst Profi, eine Zeit lang leider verletzt wieder zurückkommen müssen. Wie schaut dein Programm jetzt auf? Preseason war für dich sozusagen noch nicht möglich, aber jetzt geht es dann bald wieder mal ans Trainieren und zurückkommen, oder? Genau, also im Moment bin ich noch in der Reha-Phase, aber zum Glück ist jetzt Gott so ziemlich gegen Ende. Also ja, ich habe mir jetzt leider die letzten zwei Jahre zweimal das Kreuzband gerissen, einmal links, einmal rechts, war in Spanien, bin jetzt wieder da und habe jetzt gesehen, mache jetzt zum Selbstbewusstsein danken, gehe jetzt wieder da in Schoren, in meinen Heimverein. Und ja, jetzt bin ich aber in der Endphase. Das Training ist ziemlich streng. Also ich mache jetzt im Moment noch ein Reha-Programm und bin immer wieder mal im Training dabei, beim Mannschaftstraining. Also ich kann jetzt eh schon ziemlich viel machen, aber ja, der letzte Schliff fällt jetzt noch. Aber ich hoffe jetzt, dass das jetzt bald einmal wieder kommt, ja, dass ich jetzt in zwei Monaten wieder auf dem Platz stehen kann. Ich habe ja hier eine Handballfamilie bei mir zu Gast. Du hast zwei Schwestern, die spielen auch. Wie sehr motiviert dich das oder wie motiviert ihr euch gegenseitig? Wie wichtig ist das für dich? Ja, genau. Also ich habe ja noch eine jüngere Schwester, Victoria, und eine ältere, die Julia. Die spielen beide mit mir in der Mannschaft, stimmt.
Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man unterstützt sich immer gegenseitig. Man kann auch im Privaten viel drüber reden und Lösungen finden, wenn was beim Spiel nicht passt hat. Wir reden eigentlich ziemlich viel oder haben immer drüber und wir pushen uns auch immer gegenseitig. Also es ist eigentlich, finde ich, sehr cool mit zwei Schwestern zusammen im Team zum Spielen. Also das habe ich in Spanien ein bisschen vermisst und ja, da bin ich jetzt wieder froh, dass ich das wieder habe. Am Küchentisch gibt es dann auch andere Themen außer Handball? Sehr wenig. Das meiste ist natürlich Handball oder das ganze Rundum, was den Verein anbelangt. Ist ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Es gibt ein paar einzelne Themen, die wir sonst schon noch haben, aber das Hauptteil dreht sich meistens um Handball. Und sagen wir so, wir kommen immer wieder auf den Handball zurück, ja. wenn wir am Tisch sitzen, alle miteinander. Ja. Wird da auch noch gecoacht, auch als Obmann, wenn man dann nach dem Spiel noch zusammensitzt und was isst oder was trinkt? Was hast du gecoacht? Es gibt dann immer wieder so Sachen, so ja, da müssen wir schon, dass wir was ändern können, dort müssen wir schon, dass wir weiterkommen. Es geht immer darum, den Verein weiterzuentwickeln und zum Schauen, wie können wir den nächsten Schritt machen. Wird natürlich auch daheim diskutiert, was für Möglichkeiten das es gibt. Aber natürlich auch immer vereinsintern, haben wir jetzt mittlerweile eine große Runde, wo wir alle miteinander im Vorstand jetzt auch neu formiert haben. Da sind wir 5 Leute. Oder eine Vorstandsgeschichte machen. Und da gibt es immer ganz, ganz viele Themen, die wir besprechen, aber auch aber weiterbringen wollen. Und in Zukunft gibt es sehr, sehr viele Themen, gerade was den Nachwuchs anbelangt, dass wir ein Verein sind, der aber ganz stark auf den Nachwuchs setzt. Und in diesem Bereich werden wir ganz, ganz stark uns weiterentwickeln. Wie Handball in Dornbirn so aussieht, das haben wir zusammengefasst. Und in einem kurzen Clip könnt ihr euch das ansehen. Schöne Tore waren zu sehen. Adriana, bist eigentlich weniger fürs Tore schießen wahrscheinlich, sondern eher im Rückraum zuständig. Was sind da so deine Aufgaben? Ja genau, also ich spiele auf der Position Rückraum links und Mitte. Ich meine, auf der Mitte bist du eher der Spielmacher, da tust du viele Bälle verteilen und schon, dass alles läuft vorne. Aber im Rückraum bist du viel am Werfen, also viel von hinten. Also ja, da muss ich dann schon ein paar Tore schießen. Ja, da komme ich nicht dran vorbei, aber das tue ich auch gerne. Wie sehr freut man sich oder fiebert man dann auch noch mit der eigenen Tochter mit, wenn man so ein Spiel sieht? Oder blendet man das komplett aus, welche Spielerin da auf der Platte steht? Sozusagen? Grundsätzlich ist es so, es ist natürlich die Töchter, die mitspielen. Also, da hofft man natürlich immer, dass es alles funktioniert und alles klappt. Also keine Verletzungen passieren, natürlich. Das haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel gehabt, leider bei den Mädels. Aber grundsätzlich geht es um die Mannschaft an sich. Also ich fieber, egal ob die Mädels jetzt mitspielen oder nicht mitspielen, fieber ich da extrem mit, weil ja, es ist immer Anspannung vor dem Spiel. Es ist immer wichtig, dass man gut ins Spiel kommt. Und ja, mitfiebern gehört dazu. Das ist Sport, das ist Emotion, das muss so sein. Und egal, wer da auf der Platte steht. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir alle mit dabei. Es ist der Aufwand für eine Amateursportart wahrscheinlich sehr, sehr groß. Man fährt nach ganz Österreich, man muss immer wieder lange Busfahrten, sehr wahrscheinlich. Wie kann man das irgendwie abfangen? Wie viel Zeit bleibt da auch noch für Privates, für Familie? Also im Alltag, im Trainingsalltag, wir haben dann schon immer am Abend halt immer Training und viele arbeiten eben nebenbei. Das ist dann schon eine ziemliche Herausforderung, um das kombinieren, aber sie machen ihr Bestes und halt die Auswärtsfahrten am Wochenende, ja, da fährt man halt oft mal 8 Stunden nach Wien und dann halt am Abend wieder zurück. Es ist schon ein ziemlicher Aufwand, aber man findet die Zeit natürlich auch für Freunde und Familie. Auch wenn es nicht immer alles möglich ist, aber man tut es ja gern. Also geht es ganz gut. Ja. Sind da die besten Ablenkungsmethoden für lange Busfahrten? Für lange Busfahrten, ja. Eigentlich mit dem Team machen wir immer relativ viele Spiele, Unterhaltungen und ja, nach wir haben Spiel immer Gaudi eigentlich. Nach dem Spiel wird man feiern oder müde sein. Ja, genau. Kommt drauf an, wie man gespielt hat, ja. Es geht dann immer aufs Ergebnis. Ja. Wenn man gewonnen hat, dann feiert man natürlich. Wenn es nicht so gut gelaufen ist, ja, dann analysiert man und redet vielleicht noch mal ein bisschen mehr über das Spiel. Ja. Wenn man so viele Sportlerinnen hat, es ist der größte Handball-Damenverein in ganz Österreich, habe ich gelesen.
Wie bekommt man das hin? Man merkt, es ist viel Zeit, die flöten geht für so einen Sportler. Man muss immer weiter und weiter trainieren, um dann ganz nach oben zu kommen. Wie hält man da die Sportlerin bei der Stange? Also das ist eben der Punkt, wo man immer gesagt hat, da sind wir ganz, ganz stolz drauf, dass wir der größte Damenhandballverein Österreichs sind. Wir haben nur Mädels im Verein, wir haben uns spezialisiert auf Mörtler, weil es einfach auch darum geht, dass die Mädels eine Plattform kriegen, Spitzenhandball zum Spielen, also Spitzensport zu machen. Und da fallen Mädels leider oft durch den Rost, was das anbelangt, weil meistens sind es Jungs und Mörtler und dann werden die Jungs meistens ein bisschen mehr gepusht wie die Mädels. Da haben wir gesagt, wir blieben ein Damenhandballverein, wären wir auch in Zukunft blieben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, gute Trainer zu haben im Nachwuchs, dass die Mädels gut ausgebildet werden. Da haben wir mittlerweile über 20 Nachwuchstrainer, sehr, sehr gut ausgebildete Trainer und sind stolz darauf, dass wir über 120 Nachwuchsspielerinnen haben eigentlich im Verein. Wo ich wirklich sagen muss, das macht Spaß, wenn man da auf die Nachwuchsspiele geht, auf die Nachwuchstrainings geht, was da los ist. Wir haben von den Minis angefangen, also von unter 6-Jährigen bis auf U18 ist dann die letzte Nachwuchsmannschaft, die wir haben. Also durchgängig überall 30 bis 35 Mädels, also das ist wirklich super. Je älter sie werden, umso weniger werden sie meistens, weil dann eher andere Sachen auch noch dazukommen. Da kommen andere Interessen dann auch dazu, aber das ist ja überall so. Aber wichtig ist, dass man unter da eine gute Arbeit macht und da sind wir wirklich dran. Und da haben wir einen längerfristigen Plan, weil unser Ziel ist es, mit Orgeliner Spielerinnen, also hauptsächlich Orgeliner Spielerinnen, vorne zum Mitspielen in der Liga. Und eventuell dann auch wieder mal international zum Spielen in Zukunft. International wieder zu spielen, auch für dich ein Ziel, das du wieder verfolgst und wahrscheinlich auch am liebsten mit dem Heimatverein? Ja, also es reizt mich schon sehr. Also ich habe jetzt schon ein kleines Stuppern dürfen da in Spanien und international. Und ich habe jetzt gesehen, das wäre natürlich ein Traum, wenn das mit dem Heimverein klappen würde. Ja, es wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein großes Ziel, ja. Wer hat wen eigentlich zum Sport gebracht? Wahrscheinlich der Vater, die Töchter? Ja, er kommt aus dem Fußball. Also er ist schon sportlich, aber im Handball hat er jetzt eigentlich vor uns nicht wirklich viel gemacht. Da haben wir ihn angebracht. Also zum Handball haben wir ihn gebracht. Aber ja, ich komme eigentlich generell aus der sportlichen Familie, ja, muss ich sagen. Warum hat man sich umentschieden? Also es ist, wie gesagt, so Sport ja, schon länger, aber zum Handball bin ich wirklich durch die Mädels gekommen. Also die Julia hat in der Sportmittelschule gesehen, hat den Handball einmal angefangen. Dann ist die Adriana mitgekommen, die Vicky war dann sowieso schon von Anfang an mit dabei. Also wir sind eigentlich über die Mörtler zum Handball gekommen, das definitiv. Und sind dann halt so reingerutscht, wie man halt so reingerutscht in so einer Sportart. Und mittlerweile, ja, bewegt sich halt sehr, sehr viel oder ist schon ein sehr, sehr großer Teil unseres Familienlebens ist eigentlich der Handball mittlerweile, ja. Ja, das ist sehr schön zu hören. Schöne Sportfamilie hier heroben. Es geht gleich weiter nach einer kurzen Werbepause. Da haben wir die Feldkircher bei uns und dann nachher geht's in Derby Time und jetzt geht's Werbung. Know what it's like, how it feels behind the wheel, on the most exclusive asphalt in the world. One 1,000 horsepower at your command, speed like you've never known. Willkommen zurück beim Sportclub, die größte Sportbühne in Vorarlberg. Und bevor wir zu den Handballerinnen von Blau-Weiß Feldkirch kommen, geht's nochmal an den Skisimulator zu Martin. Danke, Martin. Ich glaube, da geht's schon wieder ab. Ja, wir sind hier rüben und zwar auf der anderen Seite, da sehen wir ja den Skisimulator des Vorarlberger Skiverbandes, junge Dame vom Skiclub Bregenzer Wald, derzeit gerade hier oben am Trainieren, tatsächlich am Trainieren in einer Halle. Martin Lackner, er ist der Alpinchef des Vorarlberger Skiverbandes. Da gibt es für einen Nachwuchs ganz was Spezielles. Ja, das ist jetzt neu bei uns seit diesem Jahr, dass wir diesen Skisimulator haben. Das ist natürlich sehr gut für uns, weil da kann man natürlich die Skifahren auch im Trockenen machen sozusagen. Die Bewegungen bleiben immer gleich. Man kann an der Technik feilen und das natürlich auch für den Winter ummünzen.
Natürlich ist es auch sehr gut, wenn man aus athletischer Sicht, das ist natürlich anstrengend, wenn man da 10 Minuten hin und her fährt. Man kann den Rücken, Bauchmuskulatur, auch die Beinmuskulatur sehr gut trainieren. Und auch wenn man aus einer Verletzung kommt, wenn einer eine Kreuzbandverletzung hat und so weiter, ist es ja nicht immer so leicht, dass man sofort in einen, wieder auf Schnee geht, sondern da kann man natürlich gezielt anfangen und das ist für uns ein tolles Gerät zum Trainieren. Wir reden am Ende der Sendung dann noch einmal, erzählen wir noch ganz kurz, Raucht Juniors. Da sind vor allem die Nachwuchsathleten, die im Mittelpunkt stehen. Ja, genau. Dieses Projekt hat die Firma Rauch hat uns seit letztes Jahr unterstützt mit den Rauch Juniors. Die werden mit Kopfsponsor, also sie sind Rauch ist dabei bei den Cup-Rennen, bei den Schülern und bei der Jugend unterstützen sie die Jugendläufer mit Kopfsponsoring. Und ja, es macht ein super Bild, wenn jetzt die ganzen Vorarlberger Nachwuchsläufer, die hoffentlich später dann in ÖSV kommen, mit dem Rauchdesign durch Österreich fahren. Handballerinnen könnten da auch trainieren? Auf alle Fälle. Ich glaube schon, wenn sie ein bisschen skiaffin sind, ein bisschen muss man natürlich zuerst üben. Schaut leichter aus, wie es ist. Aber ich glaube, dass mit ein paar Einheiten auch eine Handballerin da gut fahren könnte. Lara Hanslik auf jeden Fall, denn nach dem SSV Johann Dornbirn sitzt jetzt HC Blaues Feldkirch oben im Studio im Sportclub bei Flo Kleber und damit wieder ab. Danke Martin, die Frage darf ich gleich weiterleiten. Skiaffin, wie skiaffin ist man? Ja, voll. Also ich habe ein Saisonticket tatsächlich für die ganze Saison und wenn wir gerade nicht spielen, gehe ich schon gerne Skifahren. Das ist absolut der Vorteil, wenn man hier in Vorarlberg wohnt. Skisimulator wäre wahrscheinlich auch noch was später auszuprobieren. Ich darf vorstellen vom Blau-Weiß-Feldkirch Trainer Heino Stieger. Danke fürs Kommen. Jawohl, danke auch. Und vorher von Martin schon erwähnt, Spielerin Lara Hanslik. Danke fürs Kommen. Danke auch. An den Trainer, bei dir gibt es gute Nachrichten. Zum Saisonstart gab es gleich einen vollen Erfolg. Knapp, aber doch gegen die Punkte nach Feldkirch. Am Ende des Tages, in 3 Wochen, will keiner mehr wissen, wie die Punkte zustande gekommen sind. Also wir sind super froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, wir haben auch etwas Glück gehabt. Auf der anderen Seite haben wir das Glück auch ziemlich forciert, weil wir mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung in der Schlussphase extrem gekämpft haben und gespielt haben. Wir waren 20 Minuten vor Schluss noch mit 4 Toren hinten, darf man auch nicht vergessen. Und von dem her ist es richtig toll, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Wie geht man mit so einer Situation um, kurz vor Schluss, 4 Tore? Wie macht man das? Ich glaube, das ist ein bisschen auch Routine-Sache. Also wir hatten letztes Jahr einen extrem dünnen Kader und waren häufig in solcher Situation. Von daher bin ich da, was das betrifft, schon etwas entspannter. Ich habe das gar nicht realisiert, dass wir, um ehrlich zu sein, mit 4 Toren hinten liegen. Für mich war nur wichtig, dass wir am Ende mit einem Tor vorne sind. Wird es da auch auf dem Spielfeld ein wenig lauter, vielleicht vom Trainer irgendwelche Anweisungen oder unter den Mannschaftskolleginnen? Nee, tatsächlich nicht. Also wir sprechen viel untereinander, aber so untereinander, dass der Großteil es eigentlich nicht mitbekommt. Und auch vom Trainer gibt es da eigentlich keine Schreierin. Dafür gibt es ja Auszeiten. Wenn dann so eine Auszeit kommt, was sind die taktischen, gibt man da noch viel Taktik mit oder schürt man da viel mehr Emotionen? Versucht man die Mädels nochmal zu pushen? Im Grunde genommen geht es in so einem Team-Timeout kurz vor Schluss, wenn es wirklich um die Wurst geht, nur darum, die Mädels einfach auch ein Stück weit zu beruhigen und einfach sagen, was sie zu machen haben. Also sprich konkret Spielzüge oder welche Auslösehandlungen ich spielen will. Man darf nicht vergessen, die sind auch super nervös, haben auch einen Puls auf 200. Also viel kommt da nicht an, aber es geht auch. Vor allem, die müssen halt einfach das Gefühl haben, dass man denen jetzt was mitgibt. Und in der Regel wird das auch umgesetzt. Und dann braucht man natürlich auch ein bisschen Glück und dann funktioniert das in der Regel auch. Großer Unterschied da zwischen Frauen und Männern? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Da wird man als Coach nicht viele Unterschiede merken. Ruhig bleiben sollten beide. Nee, also große Unterschiede gibt es da nicht. Also Frauen und Männer sind da gleich. Einziger Unterschied im Damenhandball ist, dass Damenhandball viel technischer ist, meiner Meinung nach. Bei den Herren spielt mehr die Kraft und die Dynamik eine Rolle. Also kräftige Spieler haben da Vorteile. Bei den Damen ist das Spielerische mehr im Vordergrund, meiner Meinung nach. Wie coacht man da, wenn man viel auf das Spielerische ist? Ist da das Training dann auch anders? Also wir haben angefangen im Juni mit dem Training und dann ging es vor allem auch um Grundlagen, um Abläufe,
damit die Mädels alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind und dass man einfach die Auslösehandlungen immer wieder spielen. In Situationen, wenn zum Beispiel nichts einfällt, dann spielt man einfach eine einfache Auslösehandlung und dann wissen alle, was sie zu tun haben, wo sie hinlaufen müssen. Jetzt haben wir vorher die Kollegen aus Dornbirn gesehen. Es gibt ein Derby in dieser Saison mindestens daheim und eins natürlich auswärts. Und wie geht man das an? Ist das ein ganz besonderes Spiel für euch? Ist das ein ganz ein ruhiges Spiel? Ich habe vorher das Gefühl gehabt, du bist ganz ein ruhiger Typ dafür. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche schon immer ruhig zu bleiben, weil ich mir auch denke, es bringt nichts, wenn ich Hektik reinbringe, weil das schwappt einfach auch aufs Team über. Derby ist immer was ganz Besonderes, auch wenn ich nicht aus Vorarlberg komme, was man wahrscheinlich hört. Absolut. Derby hat immer seine eigenen Gesetze, ob wir zu Hause spielen oder halt in Dornbirn. Von daher, dieses Jahr wird es nochmal ganz cool und es ist das letzte Spiel der Saison vor dem Halbfinale ist dann bei uns in Feldkirch gegen Dornbirn. Also das könnte dann schon ein guter Saisonabschluss werden. Wie so ein Derby aussehen kann, beziehungsweise was da für eine Stimmung herrscht, das haben wir auch in einem kleinen Clip zusammengefasst. Spannend kann es nicht nur bei einem Derby werden, sondern als Trainer wahrscheinlich bei jedem Spiel, wenn es darum geht. In einem Amateursport muss man wahrscheinlich mehr sein als nur ein Trainer. Mehr als nur das Sportliche. Mentalcoach, Fitnesscoach, alles was dazugehört. Was forcierst du am meisten? Taktisches, Fitness, Mental? Gott sei Dank haben wir, was die Fitness betrifft, einen Athletiktrainer, der mir ziemlich viel abnimmt. Ja, für mich ist einfach wichtig, dass die Mädels die Abläufe kennen, also sprich die Taktik, die Laufwege, auch beim Gegenstoß. Das hat sich bis jetzt auch noch nicht so richtig umgesetzt, aber wir sind da auch guter Dinge. Wir haben zum Beispiel deutlich schneller das Tempo nach vorne im Umschaltverhalten von Abwehr in Angriff. Das hat man im letzten Spiel auch deutlich gesehen. Leider konnte man nicht alle Situationen ordentlich zu Ende spielen, weil viel zu viele Fehler da waren. Aber ich denke, mit der Zeit wird das, sagen wir mal, ein Wahrzeichen des Feldkirchspiels werden. Oft sagt man ja, dort leben oder arbeiten, wo andere Urlaub machen. War das bei dir auch so der Grund, nach Vorarlberg zu kommen? Tatsächlich eigentlich nicht. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist wirklich so, Leben, wo andere Urlaub machen. Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren dort und jedes Mal fragt man mich, ob ich mir vorstellen könnte, wieder zurückzugehen. Und ich sage jedes Mal, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich fühle mich hier super wohl. Es ist absoluter Traum. Hier dann durch Zufall, es war wirklich nur durch Zufall, dass ich dann zu Feldkirch auch noch zum Handballspielen gekommen bin. Aber also rundum vollkommen zufrieden. Auch wie es bei uns Hobbysportlern ist, eben, ich arbeite Vollzeit, ich spiele quasi nur nebenbei Handball. Trotzdem ehrgeiziger Typ, Ziele, die man vielleicht noch verfolgen möchte. Wir haben vorher mit Dortmund gehört, international spielen ist ein großes Ziel. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, auf jeden Fall, international spielen wäre super, aber man muss, vielleicht ist das jetzt meckern auf hohem Niveau, ich bin schon relativ alt und mein Körper sagt mir allmählich, dass es nicht mehr so lange gehen wird. Dementsprechend wird es vielleicht noch eine Saison oder nicht, das werde ich dann spontan entscheiden. Und wenn es dann international möglich wäre, das wäre natürlich nochmal ein Pluspunkt, absolut. Der Trainer lacht schon. Für mich gibt es kein Jung oder Alt, es gibt nur Gut und Schlecht, ganz einfach. Würdest du also selber auch noch in die Aufstellung gehen, oder?
Ich selber schon, aber leider hat meine Achillessehne sich vor ein paar Jahren ganz übel verabschiedet und von dem her ist kein Thema. Also für mich ist vorbei. Du hast jetzt einiges auch an Vereinen schon besucht. Jetzt bist du in Velkirch. Wie zufrieden bist du mit der Leistung bisher und was sind so deine, wo willst du deine Handschrift hinterlassen? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe zwar in Deutschland die Trainer-B-Ausbildung gemacht, habe nie so hochklassig trainiert wie hier und ich bin sehr dankbar für die Aufgabe. Das Höchste, was ich so trainiert habe, das war die Auswahl, die regionale Auswahl in Oberschwaben, in der Jugend. Und ja, meine Ziele, ja, ich möchte möglichst erfolgreich mit den Mädels sein und ich denke, das wird wohl auch, weil wir haben so eine unglaublich gute Stimmung im Team. Die Mädels sind so, ja, nett und freundlich, manchmal zu nett, zu freundlich. Ich sage zu denen immer vorm Spiel, Mädels, wir sind hier zu kämpfen und ein Spiel zu gewinnen und nicht Freunde zu finden. Und ja, das ist einfach mein Ziel, mit den Mädels erfolgreich zu werden. Dann passt das hier auch mit Spaß zum Ziel. Ja. Man ist zwar nicht da, Freunde zu finden, trotzdem wahrscheinlich auch in der Liga einige Freunde unter den Spielerinnen. Ja, wobei man halt sagen muss, wir sind die einzigen, also Dornbirn und Velkirch, wir sind die einzigen Mannschaften, die halt hier in Vorarlberg sind. Der Rest ist irgendwo in die andere Richtung, Richtung Wien und drumherum. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es so viele Freundschaften gibt, aber es gibt natürlich einige Spielerinnen, die bei uns waren und zum Studieren nach Wien gegangen sind und jetzt bei anderen Mannschaften halt auch in der ersten Liga spielen und da hat man schon auf jeden Fall noch den Kontakt und freut sich, wenn man dann mal in Wien ist und vielleicht auch ein verlängertes Wochenende bleibt, dass man die besuchen kann. Kann man ein Saisonziel beziffern, wenn man Mannschaften aus Wien, da ist ja ein riesiges Einzugsgebiet, da sind wahrscheinlich viel, viel mehr Spielermaterial da, kann man da mithalten und kann man da vielleicht dieses Jahr auch mal überraschen? Ich denke schon, ja. Allerdings darf man nicht vergessen, wir haben zwei Top-Spielerinnen abgegeben. Die haben aufgehört mit der Lilly Schneider, jetzt Vidal, und mit der Laura Seipel, die Nummer 2 und 3 in der Torschützenliste im letzten Jahr war. Also das sind absolute Top-Spielerinnen gewesen. Die müssen wir erstmal ersetzen. Natürlich haben wir jetzt neue Spielerinnen geholt, unter anderem auch Beate Schäfknecht, wo die ganze Welt von ihr spricht. Allerdings ist es halt so, dass die Beate erst seit 2 Monaten im Training ist und vorher über 1,5 Jahre Pause hatte. Aber sie wird immer besser und da freue ich mich auch wahnsinnig darüber. Und wir haben einfach eine gute Mischung. Ich denke, wir können schon. Das erste Ziel war erstmal Klassenerhalt. Allerdings hat man mich da ausgelacht in Wien, wo ich bei Media Day war unter den anderen Trainern, weil die sagten, also du bist ein Tiefstapler. Na ja, okay. Ich denke, realistisch wird so ein Mittelklasseplatz werden. Ja. 5., 6. Platz wäre schon toll. Druck noch nicht so hoch. Hat man da ehrgeizigere Ziele als Spielerin? Das wurde ich tatsächlich in Wien beim Presseday auch schon gefragt. Ich bin kein Fan von Druck, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man uns das Ziel gibt, wir müssen in die Halbfinals kommen oder in die Finals, habe ich das Gefühl, dass es wirkt sich immer etwas negativ aufs Team aus, weil jeder diese Vorlage hat, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dann kann man einfach teilweise nicht so befreit aufspielen, wie wenn man sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall ins Mittelfeld kommen. Wir wissen ganz klar, dass wir mit der Mannschaft auf jeden Fall zu den Top-4-Mannschaften gehören können am Ende der Saison. Aber auch mit den Kadern von den letzten 2 Jahren, wo niemand mit uns gerechnet hat, waren wir ganz lange unter den Top-4 und haben es erst am Ende, weil uns dann ein bisschen die Luft ausgegangen ist, quasi nicht ins Halbfinale geschafft. Von daher bin ich da, was unsere Mannschaft betrifft, eigentlich relativ entspannt, dass wir das auf jeden Fall schaffen können, auch ohne Druck. Entspannt geht es bei uns natürlich nie weiter, sondern jetzt geht es wieder zum Skisimulator. Da ist das Thema Go for Gold und das macht Martin Böckler. Ja, wir sind hier rüben und warten gespannt. Ganz interessant, was da über Handball geredet wurde. Warst du überhaupt schon einmal auf einem Frauenhandballspiel? Zu meiner Schande war ich noch nie auf einem Frauenhandballspiel. Dann werden wir so machen, sie laden dich zum Derby ein. Also irgendein Verein wird das machen, entweder, schau, SSV Schorn, Dornbirn, du musst auf das Derby gehen, da geht die Post ab. Ja, das werden wir natürlich anschauen, wenn ich eine Einladung dazu bekomme. Danke. Ja, als Martin Lackner, als Chef des Vorarlberger Skiverbandes Alpin, mit Nachwuchsathleten ist man hier, zum Beispiel der Skiclub Bregenzer Wald. Man arbeitet ja mit den Bezirken super zusammen.
Ja, das funktioniert beim Vorarlberger Skiverband sehr gut. Also von den Vereinen schon, wenn sie dann in die Bezirke kommen und von den Bezirken übergreifen dann mit dem Vorarlberger Skiverband in unsere Kader. Das ist eigentlich ein roter Faden bis ganz nach oben hoffentlich. Später, wenn sie im ÖSV dann sind und wenn sie dann hoffentlich bei uns am Fernsehschirm zum Bewundern sind und vielleicht eine Goldmedaille für ein Going for Gold Projekt auch noch holen, wie letztes Jahr. Wir wünschen dir alles Gute, Martin. Du musst die Kinder abholen um 13.45 Uhr. Wir haben schon überzogen, nicht so schnell fahren, ja, wenn sie holst. Wir gehen hier herauf, ganz kurz, bevor wir, übrigens, sie sind gerade eingetroffen, die besten Mountainbiker Österreichs, auch international aus Deutschland. Ab 14 Uhr gibt es hier ein absolutes Spektakel mit den besten Mountainbikern. Da werden wir also bei der Bühne machen, im Sportclub, BMX wird präsentiert und so weiter. Und jetzt haben wir die Antonia hier aus Andelsbuch. Antonia, wie geht's dir? Gut. Es geht dir gut. Hast du heute schon trainiert? Ja. Erzähl mal ein bisschen über Skisimulator, was macht man da? Also es ist eigentlich fast wie beim Skifahren, nur dass man halt aufpassen muss, dass man nicht hinfällt. Genau, du hast noch Ferien im Moment? Ja. Das ist wunderschön. Du fährst welche Disziplin, was fährst du am liebsten? Slalom. Slalom, und da bist du, hast du gewonnen schon, nicht gewonnen, erzähl mal auch da ein bisschen über deine Karriere. Doch, also ich habe schon viel gewonnen dieses Saison, zum Beispiel den Jugendcup. Ja, hey, nachdem wir wissen, dass man uns hört, können wir mal klatschen, sie hat den Jugendcup gewonnen. Ja? Alle, die da sind, das sind deine Fans, Antonia. Du wirst trainiert von wem? Also ich bin auch in der Skimittelschule, aber mein Trainer ist der Martin Muxl. Martin Muxl, super Typ. Da gibt es aber auch gute Trainerinnen in der Skimittelschule. Ja. Wer ist das zum Beispiel? Zum Beispiel Alexandra Scheier, sie ist auch hier, und Petra Lorenzin. Tja, die sind fast verschweißt. Die Alexandra hat übrigens dreimal, glaube ich, den weißen Ring gewonnen. Du wirst uns jetzt noch zum Abschluss kurz was vorführen. Wir geben nochmal hinüber zum Flo und wir freuen uns schon, wenn du den ersten Weltcup-Sieg dann holst. Hä? Super, Antonia aus Andelsbuch, das ist schön. Schau mir ein bisschen zu, ein Applaus wäre nochmal toll. Wenn wir hier noch den Start sehen von der Antonia auf den Skiern, darf ich mich nämlich schon verabschieden von meinen Gästen. Ich habe ein wenig überzogen, Martin hat es schon angesprochen, aber das darf man beim Handball wahrscheinlich auch ein bisschen. Das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ich bedanke mich bei euch hier fürs Dabeisein, natürlich auch bei den Kollegen und Kolleginnen aus Dornbirn. Wir verabschieden uns mit diesen Bildern am besten, weil ich glaube, das dürfen wir nicht verpassen. Dankeschön. It's like how it feels behind the wheel on the most exclusive asphalt in the world. One 1,000 horsepower at your command, speed like you've never known.